Das nächste Beispiel betrifft den Bericht über den Dajjal. Der Ad-Dajjal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung über den Dajjal, er sagte, die Zeitspanne, die er auf der Erde verbringen wird, umfasst 40 Tage. Die Zeitspanne, die er auf der Erde verweilen wird, umfasst 40 Tage. Bis hierhin ist auch noch alles ganz gewöhnlich. Das Ungewöhnliche, er sagte, ein Tag, also der erste Tag dieser 40 Tage gleicht der Dauer eines Jahres. Und ein Tag gleicht der Dauer eines Monats. Und ein Tag der Dauer einer Woche und alle anderen Tage gewöhnlich. Das ist auch etwas Ungewöhnliches, Unnatürliches, denn es stellt sich die Frage, wie soll das gehen, was passiert da genau, warum. Aber diese Frage hat sich bei Ihnen auch nicht gestellt. Also Sie haben das einfach wieder hingenommen als ein Fakt, das ist dann so. Sie haben sich eine ganz andere Frage gestellt. Eine Frage, die voraussetzt, dass Sie das akzeptiert und angenommen haben. Sie fragten ihn, ja Rasulullah, an diesem Tag, der wie ein Jahr ist, reicht da das Gebet eines üblichen Tages, ja, die fünf Gebete? Er sagte, nein. Uqduru qadra. Schätzt das ein. Schätzt das ein und betet entsprechend dieser Einschätzung.